So Leute, da bin ich auch wieder. Und das wird jetzt definitiv der letzte Part von Assassin's Creed Unity. Von der Gameplay Review wollen ja nur ein bisschen Gameplay angucken. Und ja. Ich denke mal, ich werde dann jetzt meine Meinung dann sagen, aber erstmal machen wir jetzt noch ein paar Minuten. In der Videosequenz ist auch doof. Würde ich jetzt mal so sagen. Hast ganz schön lang gebraucht, den Zeug. Was ist das für ein Ort? Das Sanktuarium. Hier üben wir und bereiten uns vor. Sicher vor den Augen unserer Feinde. Sind wir nicht erst aus einem Verlies entkommen? Das ist kein Verlies. Es ist ein Knotenpunkt. Von diesem Tunnel aus kommen wir ungesehen an jeden Ort der Stadt. Wir haben unsere Augen überall. Ach so. Viel sehen kann man hier aber nicht gerade. Hättest du nicht gern etwas mit Ausblick? Diesen Ort nutzen wir schon seit 600 Jahren, Pisspot. Aha. Und wie lange standest du im Dunkeln und hast auf mich gewartet? Nicht lange. Guillaume hat dich vom Glockenturm gesehen. Nun, es war ein beachtlicher Auftritt. Oh, machst du dich lustig? Nein, nein. Wirklich. Sehr theatralisch. Still jetzt. Wir sind da. Der Kandidat möge vortreten. Das wird equal sein. Also, der Sohn von Charles Dorian kommt zu uns. Belek dachte, du würdest nicht kommen. Was hat dich umgestimmt? Ich will nicht mehr von meinen Fehlern davonlaufen. Monsieur de la Serre, mein Vater. Ich will es wieder gut machen. Der Tod von Großmeister de la Serre lastet also auf dir. Warum? Führtest du die Klinge denn selbst? Ist das wichtig? Man macht mich dafür verantwortlich. Ine Zunubahu, Tutkinu, Kailai, Halanta, Mutakidon, Min. Anna Kavalek, Inau Kadendrala, Muajati Emulhakala, Seyakuno Jaedan. Also gut. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Bist du bereit, dem Pfad des Adlers zu folgen? Ja. Wenn ihr mich so fragen wollt, ob ich eure Hilfe benötige, ja. Dann trink. Drücke und schnell um Waffe zu wechseln. Okay. Ich will doch keine Waffe wechseln. Los. Okay. Dann gehen wir mal runter, würde ich sagen. Was geschieht denn? Hallo? Sind da Sachen? Aus seiner Vergangenheit. Steht da denn? Das ist das. Da leuchtet es rot. Ergreifend. Also denke ich mal. Leuchtet es da auch? Da ist ein Bild, ist da. Okay. Blindflug. Oh, ich lebe. Das war jetzt nur geraten. Ich hätte so sterben können, also. Ist doch mein Vater gestorben. Kann ich nicht mitkommen, Vater? Courage, Orgasson. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger oben steht. Vater! Wo steckt ihr? Ich hatte ihn doch 6 Uhr gesehen.
Wow. Alter, Alter. Hit. Okay, okay. Okay, okay. Ich habe ja Kreis gedrückt beim Rutschen. Ach, soll ich? Aber hat er nicht so wirklich. Vater! Wo steckt der? Wir sollten links. Wer fällt ein? Da. Boah, fuck. Boah. Okay. Ich musste dir drückt halten und... Dann muss ich Steuerkreuz nehmen, um zu lenken. Quatsch, Analogstick, um zu lenken. Gut, jetzt habe ich's raus. Jetzt weiß ich's. Jetzt wird das wohl machbar sein hier. Wo steckt der? Ich hab ihn nicht gesehen. Wir sollten hin. Gar nicht weiterlaufen. Ich hab's mal versucht gerade eben, aber da geht er gar nicht weiter. Wenn ich ihn hier lasse, wird ihn Monsieur de la Serre sehen, sobald er nach Hause kommt. Boah. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Wirklich? Ich bin gesegnet, einen so tollen Freund. Ist das der Mord an dem? Da komme ich auch zu spät, oder was? Ich sehe gerade nicht durch. Okay.
Das verstehe ich jetzt. Ich weiß nicht mehr, was ich hier machen soll. Das ist mir gerade ein bisschen zu hoch hier irgendwie. Dass sie ihn unbemerkt töten. Okay. Das. Der sieht cool aus, der ist schwarz angezogen. Das ist halt diese Kluft, die bei Assassin's Creed auf dem Cover drauf ist. Was er denn anhat. Ob ich hier andere Rüstung dann bekomme? Ich bin Assassine. Arnaud Dorian ist tot. Er wurde der Welt genommen und seine Sünden und Fehler wurden zu Staub. Er ist auferstanden als Novize der Assassinenbruderschaft. Geil. Geschlossen. Fortfahren. Trophäe. Ja, diese Ladezeit, dass das immer so ewig dauert, ey. Habe ich echt gedacht, mit der PS4 ist es besser geworden, dass nicht mehr so fett die Ladezeiten sind. Ah, da geht's. Balken, schon mal zu sehen. Fehlt nicht mehr viel. Oh, Rogue-Wake heute aber nicht mehr machen, ey. Willkommen zurück. Ah, da, endlich. Du hast das Leben als Assassine erlebt. Ja. Willst du dich dem Kampf stellen und uns beitreten? Ja. Deacon, Datei laden. Unterwegs. Letzten Monat haben wir eine Datei von Abstergo gestohlen und die Informationen darin sind erstaunlich. Aber wir teilen so etwas nicht mit jedem. Wenn du Start drückst, wirst du ein Assassine. Wenn du die Templerbedrohung bekämpfen willst, wenn du die Zivilisation vor Abstergo beschützen willst, drücke Start, entspann dich und bereite dich auf die Wahrheit vor. Ich habe ja gar keine Wahl. Ich würde jetzt gerade sagen... Nö! Ich will dich. Schon kalte Füße? Ja. Gute Wahl. Willkommen bei den Assassinen. Hey, toll. Welche Wahl? Ich habe ja keine Wahl. Abstergo. Industries. In den 50er Jahren gab es die These, dass die menschliche DNA dem Dreifach-Helix-Modell entspricht.
Einige Jahre später ersetzte die Arbeit von Crick und Watson diese These durch eine Doppelhelix. Heute kennen wir die Doppelhelix als die unumstrittene Basis allen Lebens auf der Erde. Aber warum passte die Dreifachhelix so gut ins Bild? Warum schienen Franklins Röntgenstrahlen sie zu belegen? Es zeigte sich, dass die ersten Proben geringe Spuren von Vorläufer-DNA enthielten. Den seltenen Genen einer uralten Rasse, eingebaut in unsere. Wir wissen nun, dass die Dreifachhelix die Basis des Genoms der Vorläufer ist. Sie ist der Stein von Rosette für die Genforschung. Wenn wir den Code knacken, wenn wir das komplette Vorläufergenom sequenzieren, können wir unser Wissen immens erweitern. Mit der Animus-Technologie wird sich uns erstmals die Geschichte der Vorläufer eröffnen. Wir werden alte Sprachen entdecken und uns alte Technologien nutzbar machen können. Stellen Sie sich vor, was möglich sein wird, wenn wir die Technologie der Edensplitter beherrschen. Solche Entdeckungen wären hundertfach bedeutender als die Spaltung des Atoms. Letztes Jahr entdeckten wir große Mengen Vorläufer-DNA bei einem Spender, dessen Gene menschliche und Vorläufer-DNA im Verhältnis 25 zu 1 enthielten. Mit dieser Probe beginnt unsere Arbeit. Unser Ziel ist es, die Dreifachhelix zu knacken, das Vorläufergenom zu sequenzieren und die Welt zum Guten zu verändern. Für uns alle. Willkommen beim Phoenix-Projekt. Hallo? Vorläufer, das war doch der Weise sozusagen. Also, das ist der Stand der Dinge. Letztes Jahr fand Abstergo den Körper eines sogenannten Weisen, einer sehr seltenen Art Mensch mit sehr viel alter DNA. Die Suche nach weiteren Weisen begann. Ja, der von Brotherhood. Blackfleck. Desto näher kommen sie ihrem Ziel. Wir haben ihre Suche vorerst unterbunden, aber Abstergo wird nicht aufgeben, bis sie das Vorläufergenom vollständig sequenziert haben. Also, warum Arno Dorion? Warum ihm durch die Französische Revolution folgen? Es zeigte sich, dass Arno irgendwann mit einem Weisen in Kontakt kam. Wir müssen herausfinden, wo und wann diese Treffen stattfanden. Wenn Arno beim Tod des Weisen anwesend war, könnte das Abstergo zu seiner Leiche führen. Natürlich wollen wir sie zuerst finden. Und da kommst du ins Spiel. Es wird nicht einfach. Um die Daten zu stabilisieren, muss genetische Erinnerung sequenziell erforscht werden. Aber wir wissen, dass du das schaffst. Und du bist nicht allein. Andere Novizen, Assassinen genau wie du, tragen dazu bei, den Kampf zu beenden. Wenn du mehr Training brauchst, mehr Erfahrung, dann ruf sie zur Hilfe. Okay. Mehr Training, mehr Erfahrung, aha. Wir laden die nächste Sequenz. Und jetzt kann ich wohl online spielen, oder was? Ich habe etwas für euch. Je mehr Zeit du bei Anu verbringst, desto mehr Daten haben wir für deine Synchronisierung mit ihm zur Verfügung. Und für die Aktivierung seiner Fähigkeiten. Hier, sieh dir das mal an. Aha. Dickes Fell doppelt. Aha. Nahkampf. Ich habe jetzt 4. Was haben wir denn hier? Okay. Gnadenstoß, den will ich haben. Ah, der kostet 8. Nehmen wir den einfach mal. Jo. Okay, habe ich gekauft. Training ansehen, Tutorial ansehen. Würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Fernkampf. Oh, Pistole ist auch gut. Kostet 1. Schleichen. Schleichen kann man immer gut gebrauchen. Oh, Tarnen so. Das ist ja wie beim Online-Modus. Ist ja geil. Gesundheit.
Gruppenheilung. Dickes Fell. Dickes Fell will ich haben. Das brauche ich immer. Ich krieg oft einen auf den Deckel. Ah, oh, fuck. Okay. Nur noch eins. Während ihr beschäftigt wart, hat sich Deacon ein wenig in Arnauds Erinnerungen umgesehen. Er war ein umtriebiger Mann. Seht ihr das Symbol? Das ist eine Koop-Mission. Ich spiele sehr viele Multiplayer-Spiele. Wie ist es mit euch? Ich dachte, wir machen die Sache mal interessant. Diese Mission hat Arnaud mit anderen Assassinen durchgeführt. Hier bekommt ihr einen Eindruck davon, worum es bei uns geht. Geht einfach in den Glitch, dann bekommt ihr alle Details. Ich habe sie auf der Karte markiert. Ach so. Boosten im Koop-Fähigkeiten. Boosten und Koop-Fähigkeiten. Aktiven Boost. Im Besitz, im Besitz, im Besitz. Nahkampfboost. Ausstattung. Farben. Oh, ist ja geil. Oh, ist ja halt so hell. Ich will was Dunkles. Kopf. Sehr geil. Leck mich am Arsch. Gesundheit wird durch den verbessert. Aha. Kriegt aber Schleichen und Gesundheit ordentlich einen Boost. Oh, hier ist eine Maske, so ja. Oh, geil. Also da hat Ubisoft aber natürlich ordentlich eine Schippe draufgepackt. Geil. Das war jetzt nicht meins, aber vorne mit dem Assassin-Logo und so. Geil. Oh, in Erinnerung an Connor. Ist ja auch schlecht. Boah, aber kostet echt fett Geld. Boah, die sieht auch geil aus. Hacken. 1000. Für 1000 kann ich hacken. Okay. Was ist das? Aber so eine teure Mütze will ich jetzt echt nicht haben. Ach, die gibt Gesundheit ordentlich dazu. Gesundheit kann man immer hier brauchen. Hacken. Kein verfügbar. Achso, da kann ich für die Heckdinger kaufen. Helix. Aha. Ja, dann nehme ich.
Brust. Oh. Also da muss ich sagen, da hat Ubisoft sich diesmal echt Mühe gegeben und es sieht echt brachial geil aus. Man kann sich den schön anpassen, so wie man das will. Wenn der natürlich dann im Online-Modus auch so aussieht, das wäre ja richtig edel. Oh. Kosten die? Oh, die kosten richtig fett Geld, ne? Da komme ich gar nicht mit. Bringt fett Gesundheit. Ja, den nehmen wir jetzt einfach mal. Ja, rufen wir mal. Scheiße, ja, hier kriegen wir bestimmt noch irgendwo anders ran. Unterarme. Da komme ich jetzt zu Uplay endlich hin, oder was? Nee. Ach, das nervt doch. Das sieht geil aus, genau. Das will ich haben. Wie teuer ist das? Boah, ist verschlossen, klar. Klasse, der mit mir fällt, ist verschlossen. Ah, nur mal den erstmal. Besser wie nichts. Fernkampf, Schleichen, etwas Gesundheit. Wir nehmen den. Jetzt sieht mir langsam das Geld aus. Beine. Die finde ich cooler. Geil. Monturen. Alter, ihr ist Montur. Voraussetzung Assassin's Creed Unity. Kompagnon spielen. Sequenz 7 Erinnerung 3 abschließen. Das ist der von Rogue. Assassin's Creed. Initiales spielen. Initiales spielen. Connor, geil. Ne, das ist Connor, das war hier Edward. Der sieht auch geil aus. Mit Stahl da oben, den will ich haben, der sieht cool aus. Alle Einzelspieler-Sequenzen abschließen, okay. Waffen. Einhändiger. So.
Na, ich bleib bei dem. Lang. Reichweite. Okay. Na, mal den. Schwerter. Spitzhacke, auch nicht schlecht. Ja, wie gar nicht. Ja, wenn ich den Code gekriegt hätte, hätte ich hier wahrscheinlich schon zwei Exe wieder frei, aber den habe ich noch nicht gekriegt. Wartet einfach mal. Pistolen. Ach so, benötige Fähigkeit dafür. Ich benötige Fähigkeit, klasse. Aber die Gewehre kann ich doch kaufen. Geile Sache. So, jetzt bin ich auch schon wieder über 33 Minuten, weil ich hier rum experimentiert habe. Und ist ja geil. Oh, hier ist eine Kiste. Was? Training freigeschaltet. Ich will diese Kiste aufmachen. Also kann ich ihn nicht aufmachen? Kann ich nicht aufmachen? Okay. Aber untertauchen in der Menge wollen wir jetzt nicht. Stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Ah, da ist was. Dann werden wir uns mal... So. Aber jetzt würde ich echt mal zu meinem Fazit kommen, wie es mir bis jetzt gefällt. Also ich kann echt nur sagen, Assassin's Creed ist in der Next-Gen-Generation richtig angekommen. Ich finde das so mega geil. Ey. Man kann... Alles, was ich vorher vermisst habe, damit sie ein bisschen agiler sind, damit es ein bisschen flüssiger aussieht, ist vorhanden. Man kann sich seine eigene Assassinenrüstung zusammenpacken. Geil. Was das vorne da zu tun hat, das weiß ich noch nicht. Wo wir da am Anfang gleich gestartet haben. Ich denke mal, das kommt noch nach und nach, wenn wir das schon feststellen, was das sein soll. Und einfach geil. Und vor allem die Koop. Dass es einzelne Koop-Dinger gibt. Ich hoffe beim nächsten, wenn sich das durchsetzt und die Leute damit zufrieden sind, weil die waren ja mit dem normalen Multiplayer nicht alle immer so zufrieden. Deswegen gibt es den nicht mehr. Jetzt hoffe ich, dass sich das, wenn sich das durchsetzt und die Leute das hypen und bejubeln, dass es das gibt,
dass es denn vielleicht so ja möglich sein wird, im nächsten Assassin's Creed komplett Koop durchzuzocken. Das wäre ja natürlich auch geil. Das wäre, oh, das wäre so Hammer. Jo, aber so, komm mal weiter erstmal. Nichtsdestotrotz weiter muss es gehen. Grafik absolut genial. Selbst kleine Stricke, die irgendwo an der Wand hängen, sehen geil aus. Und wenn er jetzt so agil da durch die Häuser turnt oder unten drunter durchrutscht. Mega geil. Auch wenn er jetzt runter geht oder hoch geht, die Hauswand. Das sieht jetzt alles viel mehr nach Parkour aus, als dass er da so, oh, eilig so duck, 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 Stück für Stück nach oben macht. Das sieht hier definitiv viel agiler aus und sieht echt aus wie Parkour. Ich muss nachher noch ein paar Häuser hochklettern, das sieht einfach zu geil aus. Und ja, der Sound kommt geil, die Menschenmenge kommt richtig gut rüber. Die Hintergrundgeräusche. Und jetzt von der Kiste. Diese leichte Klingen. Ich bin so perplex, ich bin so baff und ich werde jetzt gleich anfangen. Und ich denke mal, ich werde da von Assassin's Creed, wie immer, nicht so schnell wegkommen. Ich habe schon gedacht, bei Black Flag haben sie einen ordentlichen Sprung gemacht. Aber wenn ich mir die Grafik hier angucke, einfach nur wow. Einfach nur wow. So, hier, damit sollte mein Fazit aber erstmal gegessen sein. Ich will jetzt weiter suchten. Ich muss noch ein bisschen spielen. Ich kann nicht einfach aufhören. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin. Oh.